Ein wichtiges bleibt mir noch vorbehalten, Ihnen mitzuteilen. Wir haben ja in der letzten Periode ein Starterzentrum, Gründungszentrum für junge Unternehmen in St. Louis gefordert. Durch eine Situation hat sich jetzt ergeben, dass die Astra Yildiz, allen St. Louis bekannt durch, als Hersteller der Zigarettenmarke Auckland Lasso und so weiter, in eine neue Konzeption gekommen ist. Es werden dort neue Firmen entstehen, es werden dort Arbeitsplätze angesiedelt. Das Bundesamt für Steuern wird dort angesiedelt mit über 270 Arbeitsplätzen. Und es werden dort auch völlig neue Teile entstehen. Ein Teil könnte durchaus sein das Starter- und Gründungszentrum, für das wir geschafft haben, in unseren Haushalt Geld einzustellen. Allerdings sind wir noch nicht auf dem Weg weiter, wie es dann endgestaltet aussehen soll. Hier haben wir zum Ziel, dass wir im Bereich des Neubaus Astra Yildiz dort etwas Vernünftiges schaffen können, wo wir das Starterzentrum genauso integrieren können. Das wäre ein Ziel, weil dieser Teil der Stadt wird völlig neu entstehen. Es wird dort wohnen, bauen, leben, arbeiten, wird dort gemeinsam entstehen. Und ich denke, das wird eine neue Attraktion in St. Louis. Danke.